das Siedener Schloss auch im Winter beleben. Unter diesem Motto öffnet jetzt wieder das Schlossgelände mit einer Krippenausstellung. Bereits zum dritten Mal stellen Schulklassen, Vereine und Hobbybastler ihre Weihnachtskrippen entlang eines Krippenweges rund um das ehemalige Kapellengebäude aus. Also ich schätze, dass wir so an die circa 60 Krippen haben. Ich habe noch nicht genau gezählt, aber ich denke, das ist so, in dem die Kinder haben selber, die Klassen, die haben teilweise 2 bis 5 gebaut, manche eine. Manche Kinder haben das ganz alleine gemacht und das ist absolut toll und die sind so begeistert dabei, das merkt man überall bei allen, die hier sind. Ja, und dann natürlich auch die Theatergruppe der KfD, die sich wieder was Besonderes einfallen lässt. Heinz Hönerhaus und Robert Hüser vom Förderverein Schloss Siethen legen letzte Hand an. Alles ist rechtzeitig fertig geworden. Die Vorbereitung erforderte wochenlangen Einsatz. Wir sind also jetzt, wir haben ja zu Hause schon alle aufgebaut und gearbeitet und das fängt ja schon recht früh an, weil man sich ja doch viele Gedanken macht, wie man das Thema umsetzen kann. Ja, es gibt einmal diese fiktive Geschichte, dass man Holzstämme nimmt, dass man aus dem Wald was sucht, dass man das Thema einfach umsetzt, weil wir wissen ja alle nicht, wie Jesus und Maria und Josef ausgesehen haben. Und das ist einfach nur unsere Vorstellungskraft. Nicht nur Krippen im herkömmlichen Stil sind ausgestellt. Auch abstrakte und themenbezogene Krippen sind in der Ausstellung mit dabei. So die Darstellung des Bootsunglücks mit Flüchtlingen auf dem Meer vor dem weihnachtlich beleuchteten Hafen von Lampedusa. Menschen, die versuchen, sich im Wasser zu retten, was nicht gelingt. Sie sehen das Ziel, Lampedusa, die Insel in ferner Weite. Und das ist etwas, denke ich, und warum nehmen wir diese Menschen nicht auf, so wie wir Maria und Josef nicht aufgenommen haben. Und das ist, finde ich, sehr schön umgesetzt in die heutige Zeit. Bis zum 9. Januar kann die Krippenausstellung jetzt täglich am Siethener Schloss besichtigt werden. Außerdem finden während dieser Zeit unterschiedliche Aktionen und Konzerte statt. Ein Besuch lohnt sich.